müssen die reagieren, gell? Weil das sind RPler. Die müssen darauf reagieren. Kannst du auch ignorieren, wenn es ihnen egal ist. Das geht nicht. Die müssen reagieren. Mein kleiner linker Finger, also mein Zeigefinger tut jetzt weh. Bitte reagiert drauf. Man kann sie in ganz doofe Situationen reinbringen. Aber ja, mit der Mikrolöse ist echt. Hallo. Kannst du mir mal entgegenkommen? Sekunde. Ich bewege mich nämlich eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich krieche auch. Na, geh zu ihm, ich bin eh gleich da. Einmal so schnell wie ich. Willst du irgendwas ablegen? Nee, geh zu ihm. Geh Wo ist er denn? Irgendwie hinter mir. Ja! Ach da. Ey, schießen Sie nicht auf mich. Oh. Ja, das ist doch kein Ding. Da war kein Körper von dir. Ich hab eine Wunde wegen. Dann erzähle ich denen das halt, wie das mit dem Pop ist und dem Finger, weißt du? Kein Problem, da reden wir schon. Ist schon ein bisschen RP, oder? Kannst du noch was sagen? Hier. Und hier. Du kannst noch rennen? Naja, das ist halt meine Slow Speed mit Gewicht. Ach so, du hast das geskillt oder was? Nö. Ja, ich hatte eben Frostmalus zweimal und Sturmmalus. Da ging halt gar nichts. Dann ist das okay, Sinki, dann habe ich meine Ruhe. Ich habe hier hinten ist noch Eisen drin, ne? Und Kohle. In der einen Kiste. Ach so, Eisen müssen wir prinzipiell gar nicht schmelzen, ne? Ja, ist hier hinten in der Kiste, guck. Hier hinten sind noch 300, hier. Ach so, weil wir es ja direkt umwandeln können, Ding, ja. Genau, ich wollte ja schon so ein Teil bauen, aber ist kein Dings da. Das sind 5, 6... Silizium haben wir nicht. 100, 200, 300, 400, 500, 600. So, die Kiste hier hinten, die ist jetzt komplett. Ich hatte genug geholt an Roheisen, so wie du. Tom hatte ich dich ja eben gefragt. Jo. Ja, wir brauchen nur noch einen Mörser, ne? Für Rennofen. Aber brauchen wir Siliziumdioxid. Amboss steht da, okay. Die erweiterte Werkbank, habt ihr die? Nee, noch nicht. Ich war jetzt erstmal immer nur das Metallform. Okay. Ich bin quasi angekommen, dass wir selbst farmen. Den Epoxy, 24 Seile. Wieso habe ich hier drin eine Frostbeule? Warum? Wir brauchen immer noch das Silizium-Dings da. Ich warte erstmal, bis meine Debuffs weggehen. Ich hab gar keine. Whitelist finde ich auf RP-Surfern ist auch ein Muss. Ich würde auch nie auf einen RP-Surfer gehen, der keine Whitelist hat. Weil richtig gutes RP kommt nur zustande, wenn du auch Leute hast, die das nicht können, aber die auch kreativ sind, sich wirklich was einfallen zu lassen. Weil manche RP-Streams, wenn du die guckst, die sind grausam. Wenn du da siehst, was die für Leuten begegnen. Ja, wie in Real Life halt auch. Normal, oder? Die sind meistens Feuer. Ich suche jetzt hier dieses Silizium. Muss doch irgendwo sein hier. An den Bergen, oder nicht? Das muss doch irgendwo sein. Wenn du irgendwo dran vorbeigekommen hast, ich brauche eine Spitzhacke. Ich baue mir mal eine Spitzhacke. Muss mir auch schon eine neue bauen. Ich hab noch die zweite, die blaue. Hab ich jetzt in Benutzung. Was brauchen wir dafür noch? Ein Leder. Haben wir Leder im Boden? Hab ich einstecken hier. Leder habe ich auch, glaube ich, reingetan. Aber in der Werkbank müsste genug sein. Jo. Ich stell mal zwei Spitzhacken hier. Ja, aber das bringt mir im RP nicht viel hier, Sinkri. Dann habe ich es im RP und im Real Life habe ich es trotzdem nicht. Ist ja noch frustrierender. Da
das ist aber auch was. RP-Surfer sind auch viel Partnerbörse, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich. Das habe ich schon mitbekommen, ja. Ja, das ist eigentlich fast jedes Online-Spiel. Oder? Irgendwelche, gerade im GTA-RP, wie oft ich schon mitbekommen habe, so, dass dort, die spielen ja dann dort mit Hochzeit und allem und das ist meine Frau und wie oft man dann hört, dass da dann RL auch was draus geworden ist. Ja, ist doch toll. Man findet sich halt egal wo, ob bei Tinder, ob bei WoW, ob im RP. Internet ist halt ein riesen Porn-Partner. Also, ne? Porn. Ja, also wo Menschen sind, finden sich auch Freunde und Partner und Kollegen und was weiß ich, ja, klar. Ja, natürlich. No. Und dort finden sich nur mal Leute, die auch gleiche Interessen haben irgendwo. Ja, na klar, sonst würdest du das ja nicht machen. Schau mal, Sinkia hat 3 private und 4 neue Nummern. Cool, gezählt. Also bist du da die Dorfhur, also die Dorfnut. Also bist du da erfolgreich? Ja. Gut. Ja. Ich habe auch mit 3 Mädels Kontakt, die ich mittlerweile privat kenne, die ich über Spiele kennengelernt habe. Die eine hat bis vor einem halben Jahr bei mir mitgewohnt. 2 Jahre lang. Ui. Ganz die ist extra aus München hier runtergezogen. Ich flirte nur mit dir, Sinke, und mit sonst niemand. Ich bin da zu shy. Weil du hast halt ich hab gefunden. Schon mal weniger. Hab gefunden, weiß. Du hast halt von vornherein, weißt du, das ist ein Weib, was nichts dagegen hat, dass du zockst. Weil. Und was selber zockt. Selber. Ja, weil du so im gleichen Milieu einfach triffst. Sie sind halt einfach gleiche Hobbys, gleiche. Sie hat halt kein Problem und sagt dann nicht, oh, du hängst den ganzen Tag nur vor dem PC. Nee, weil du guckst nach rechts und die sitzt vor ihrem eigenen. Ja. Also im besten Fall sitzt sie auf. Also, ja, ihre eigene PC. Hast du ja recht. Mhm. Ich habe mich für meine Ex, weil sie so viel gezockt hat. Ja, kann ja, ja, gilt was halt, ne? Was hat sie gezockt? WoW-Wiki. Ach so, okay. Ich meine, gleiche Interessen ist sehr wichtig. Oder du kannst, was gegenteilige Interessen sind auch wichtig, denn du lernst davon. Mhm. Weil das Gleiche hast du ja. Was man haben will, ne? Ob man jetzt jemanden haben will, der das Gleiche macht und mit dem man immer zusammen irgendwie Dinge tun kann, und ohne sich auf den Sack zu gehen. Beides, oder? Oder ob man lieber seine Ruhe hat und dann hin und wieder mal aufeinander rumhängt. Bisschen von beidem vielleicht. Zusammen was machen und trotzdem jeder für sich auch was. Mhm. Und dass man auch gegenteilige Hobbys hat. Nicht immer nur Interesse. Sonst ist das die eigene Welt, kennt man ja. Man will ja auch was Neues bisschen haben, sehen. Weiber, ja, sagst du, Chaos Maus? Ja, richtig, so, ich sag immer Weiber hier. Na, wenn du Männer sagst, sag ich Weiber. Okay, ich habe 96 Silizium-Gedöns. Das wird schon reichen für einen Mörser. Wo bin ich denn überhaupt gelandet hier? Ach, da bin ich. Ach du Scheiße, okay. Das ist zu blau. Ich schau mal noch ein bisschen Holz. Ich hab das Gefühl, Holz geht uns langsam aus. Kann ich auch noch mitbringen, Holz, wenn du möchtest. Brauchen wir das noch überhaupt? Ich bin gerade im Fluss. Hat gebrockt, 179 Holz, ein Schlag. Passt. Ach, das hast du auch geskillt? Heiß? Genau, beides. Ich hab das halt cool gefunden, dachte mir nice, warum nicht? So ein bisschen Matz cool. Von allem. Ein bisschen mehr, oben halt erste Reihe immer so einen Punkt rein. Hab mir gedacht, das klingt interessant, why not? Ich mag eigentlich, ich hab eigentlich immer so, wenn wir schon von RP reden, immer so die Rolle gespielt. Unterwegs auf der Jagd und dann auch nebenbei gefarmt, bei Ark zum Beispiel. Immer wieder Dinos gejagt, gezähmt, auch gefarmt sehr gerne, hab die Sachen nach Hause gebracht, die haben gebaut und ich hab wieder rausgegangen, war nie zu Hause. Und immer cool. Das ist nicht wenig, 48 Stunden, ja, hast du ja recht, ja. Und besonders am Stück, das ist schon heftig. Das habe ich selbst noch nicht hingekriegt und ich würde behaupten, ich zocke viele.
So, was brauchen wir jetzt? Die nächste Werkbank, ne? So. Wir brauchen Mörser, hab können wir machen. Epoxid. Ah ja, Mörser. Ich hab, dabei. Für Mörser, Sachen. Bin auf dem Weg. Also, die 80 ins Eisgebiet voll. Gehen und Eis holen? Wozu? Wird gerne einen Kühlschrank aufstellen. Achso. Du hast so bestimmt noch Eis dabei, oder? Von der Ding. Oder hast du alles abgegeben? Nee, ich habe alles abgegeben. Vernünftig. Hätte ich das gewusst, hätte ich dann noch was. Ich hatte ja irgendwie 30 zu viel oder so. Und dann hätte ich da die mitgenommen. So, was wollte ich jetzt eigentlich holen? Stein. Das genau. Mit dem Laufen habe ich jetzt auch das Problem mit dem Schiff, dass es nicht weggeht. Muss ich ein paar Mal Schiff drücken, was du gestern gesagt hast. Okay, dann liegt das zumindest nicht an meiner Tastatur. Das habe ich auch zuerst gedacht, aber das hatte ich immer wieder mal. Es reagiert halt nicht beim Eimerdrücken. Es ist halt so, währenddessen habe ich halt eine Art Lag oder es lädt oder irgendwas und dann nimmt es das den Tastaturanschlag. Also ich habe hier Silizium in die Werkbank gelegt. Und hast du auch gebracht, okay. Find ich ja, habe ich gefunden, habe ich gedacht, nehme ich mit. Ich baue mal so ein Mörserchen, ne? So. Kann ich ein Gewächshaus bauen, Kappa? Genau, baue mal eins. Ich nehme hier auch nochmal. Denk mal, du stellst das gerade hin, oder? Ja. Mhm. Soll man nicht zwei bauen gleich? Ach, ich mal zwei können. Nee. Ja, hast ja recht. Wenn du sagst, dann meintest du vielleicht nie machen. Gut, dann ist der linke jetzt für Stahl. Da wurde jetzt nur der Stahl hergestellt. Naja, Single ist halt schwierig dann. Also 48 Stunden, ich sag. Ne, dann mal kurz irgendwie 10 Minuten Zeit genommen, was zum Essen, Trinken und ein bisschen Spaß haben. So, was soll ich jetzt im Rechten herstellen? Was haben wir denn da? Rennofen, Kohleerz und Eisenerz. Oder? Brauchen wir doch die 100, genau. Ich hab schon dem Linken das alles fertig. Also, zum Laufen. Ach so. Und ist dann durch, oder was schon? Ja, da laufen jetzt die 116, habe ich da gemacht. Also 16 können wir noch irgendwie steigen. Das dauert aber 15 Minuten, deswegen mal es auf 2 aufteilen, oder? Kannst du auch machen, ja. Dauert 15 Minuten. Oh, Scheiße, verklickt. Huch. Also, das war nicht meine Intention. Also, ich wollte es nicht übrigens so machen hier. Ja. War ein bisschen viel. Warte mal, wir machen das mal anders. Das sind nur die Kohle halt dann. Ich kann hier 43 machen. Also einfach mal starten, ist doch egal, wir können immer noch gucken. Warte, da, Max. Aber das liegt dann, Mausi, das liegt dann an Zinke selbst und nicht an deinem Körper. Wenn er dabei ist, ist das glaube ich zehnfache. Ich will das nicht sagen, das saugt dich halt zehnfach schlimmer aus, als wenn du alleine bist. Belastung, zehnfache Belastung, als wenn du alleine unterwegs bist. Was ist hier? Hey, ich drehe mich um und dann gegen die Wand. Was für ein Psycho hat ja so ein Scheiß dahin gehauen. Wozu? Ich brauche den immer, sonst fühle ich mich nicht wohl. Oh, wir haben einen Kamin. Ja, irgendwie habe ich mich jetzt auch. Haben wir schon 400 Oxid oder soll ich noch holen? Wir brauchen noch 100. Okay. Und wir haben hier im Oxid-Dingens auch 96. Also viel theoretisch. Können wir noch welche holen? Ja. Ja, hast du recht. Also 4 Stück brauchen wir auf jeden Fall noch. Er schafft uns alle. Er redet pausenlos über RP, wie toll es hier ist, wie toll es da ist. Weißt du, natürlich schafft er uns. Oh, hier ist unten links sofort direkt 2 Silizium-Vorkommen. Krass. Ja, ich gut, bin dass du lange gesucht hast. Ja. Einfach rechts oder links. Brauchen wir noch Schwefel? Nee. Dann haben wir mehr eigentlich genug. Ja, ich habe auch viel mitgebracht.
du mir schon ein Gewehr gebaut? Ja, in der letzten Mission. Okay. Vorletzten. Wie spät ist es eigentlich? Achso, wolltest du eigentlich nicht? Sind die nicht da oder was? Die kommen nicht 9.30 Uhr. Achso, ich dachte 9. Kommen nicht auch heute Freundin von deinem. Was war das? Freund, Bruder? Nee, die kann nicht, deswegen kommt doch der Pflegedienst. Achso. Sonst wäre der Pflegedienst nicht gekommen. Ja, stimmt, hast du ja gesagt, ja. Du brauchst nicht auch noch zusätzlich kommen. Ach so, ich dachte Ausdauer, aber Gegenstand kaputt. Das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Verdammt. Ich warte, bis Ausdauer voll ist, drück drauf, geht immer noch nicht. Einfach, also eigentlich dieser Ghillie-Anzug ist sehr, sehr gut, aber der muss dann extra skillen. Müssen der, aber aus der Station, der Endanzug am Schluss, ist ganz gut. Hier, der Ghillie-Brustpanzer ist eigentlich gut. Aber das musst du leider talentieren. Ansonsten Stoff. Hast eine Trinkflasche mit am besten, die kühlt auch ein bisschen. Oder halt den Anzug aus dem Raumschiff. Ich fand für die Wüste tatsächlich der billigste aus Fasern gemachte. Ja, Stoff, genau, Fasern. Genau, Fasern und das war's eigentlich. Müsste so nur, ja. Brauchen wir Silizium noch? Nee, ne? Nee. Ein Stein brauche ich jetzt nicht, hab ich das. Hab ich. Wer ist denn das? Ich bin hier, Moxid abzubauen. Einfach das Fiber-Ding nehmen, das Ding, genau, einen normalen Stoffanzug. Gut, dann mit der kleinen Flasche in der Tasche, kühlt auch ein bisschen. Das war's dann. Erstmal. So, dann haben wir sowieso alles, ne? Ja, gib die Flüsse hier. Aber je nachdem, wo du halt bist, ist der Fluss nicht immer ganz so nah. Aber wir schauen, dass wir neben dem Wasser bauen. Kann man eigentlich das Zeug schon in die Kapsel tun, oder? Ja, 300 Oxy sind schon drin. Dann tue ich mal noch 100 Oxy rein. Jawoll! So, und Stahl bist du schon am Machen, ne? Mhm. Oder? Ist am Machen, ja. Naja, oh, haben wir ja schon reingetan. Ist überall nur Rennofen drin. Aus Rennofen wird Stahl gemacht. Das ist halt so ein Alibi-Item. Weiß nicht genau. Das ist nur auf Icarus so. Ach, wir brauchen jetzt den besseren Ofen, ne? Ja. Nee. Und da was können wir dann... dafür? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal die bessere Bergung bauen. Genau. Dafür fehlte uns... Nur noch Epoxy und Eisen. Stein ist jetzt auch... Eisennägel weg. Haben wir schon, oder? Bearbeitungsbank. Seile, Epoxy... Eisennägel sind schon hergestellt, ja. Seile. Haben wir Epoxy. Schon Seile? Aus was macht man nochmal Epoxy? Baumharz Schwefel und Baumharz oder... Also Stöcker oder... Knochen. Oder Stöcker. Gar kein Problem, ich mach's schon. Aber wir haben aber keinen Platz hier, oder? Für den Ofen, weil der komische Kamin ist da stehen. Den restlichen Dingen. Stöcke haben wir hier noch.
Stöcke habe ich mitgebracht, ja. Hast du, in welchem bist du gerade drin? Ich bin gerade hier in dem, so Vieren, alt, Altspur. Steine. Nur noch, da Steine tue ich auch mal rein. Steine kommen rein. Wie viel Epoxy brauchen wir? 10 für das Ding. Hätte noch ein bisschen Schwefel. Mhm. Oder habe ich gerade geholt? Zack, zack. Gut, hast du gerade auch geholt? Ja, ich habe Neger reingetan, aber Eisenbahn 40 haben wir bestimmt, oder? Irgendwo. So, Epoxy ist fertig. So, zack. Die Nägel holen. Habe ich schon. Ja. Dann baue ich mal die Werft. Bearbeitungs-App. Nee. Stopp, ich hab's in die Mörser reingetan. Achso, hatte schon andere. Okay. Geht hier nicht bei dem, wegen dem komischen Stein hier habe ich probiert. Petras. Ging nicht hier. Tu dir einfach dahin. Dick. Aber hat man mir gesagt vor einer Woche und es war super geil hier. Wusste ich auch nicht. Ich habe nur den Mörser immer irgendwo drauf geklatscht. Den Betonmischer brauchen wir auch noch. Ja klar, musst du ja da. Du brauchst dieses Nägel Dings und da. Seile. Nägel, Seile mache ich. Seile wollte ich auch gerade machen. Holz 50 für den Betonmischer, Stein 40. Holz haben wir 50. Nägel hast du da noch, oder? Hier brauchen wir noch einiges. Nägel liegen schon drinnen. Habt ihr die Bank schon? Ach da, okay, warte, ich da Steine. Zack. Nur die Seite fehlen noch. Und Eisenbahn. Die habe ich im Inventar. Und die sind auch schon da. So. Nur Seil. Ach doch. Steine fehlen noch 40. Ne, die habe ich im Inventar. Alles gut. Der nimmt doch auch aus dem Inventar. Ja, ja, sicher. Ich schaue immer nur, was fehlt, wenn es nicht drin ist. Mhm. Deswegen sage ich, mir fehlen nur Seile. Sobald die jemand reinlegt, kann's losgehen. Ja, schön. Nee, das ist ganz cool. Natürlich meistens sind zwei Kisten hin, also vier Kisten hin. Ja, war da eben grün. Den können wir ja dann abbauen, sobald wir den Beton haben. Silizium haben wir noch zum Reintun. Ja, wo ist das? Silizium und Baumharz. Silizium Baumharz hab ich. Ist. Ja, der Kamin nervt mich jetzt auch gerade. Ja, schmeiß diesen weg. Schmeiß ihn weg. Wollen wir noch Baumharz? Soll ich noch machen? Ich habe schon zwei Baumharz drin. Also brauchst du nur noch 18. Jo. Ich hab eine Idee. Ich weiß, was wird gemacht. Hab ich. Seile sind auch fertig. Jetzt ist praktisch mit dem Durchgehen hier. Ja, fehlt nur noch der Beton. Was brauchen wir dafür? Stein, was? Ja, Stein. Beton? Haben wir noch Stein? Stein habe ich noch 14. Ich. Wo ist der Mann mit dem Brock? Hier. Aber so, das ist natürlich Brock, das jetzt. Essen habe ich genommen, ich stehe hier kurz in der Ecke rum. Bin gleich wieder da. Jo, wie immer halt, bis dann. Irgendwas kriegt der drüben Damage. Ach, du hast Stein, gut. Ja, ja. Ja, so wie immer, genau. Ja, siehst du, kein Unterschied. Natürlich blockt es nicht. Jo, das ist natürlich voll geil, was hier gemacht hat. Was? Was denn? Kommst du nicht mehr raus? War sehr clever. Ja. Je nachdem, wie lange du weg bist, kannst du doch kurz auslangen, sonst passiert dir auch nichts. Ja, Steine sollten reichen, gib her. Ich bin nur ganz kurz weg. Ich in Betonmischer. Brauch nicht mehr viel. Aber wieso hab ich das denn nicht? Das nicht dauern. Ich hab nur ein Rezept drin, das war doch, ich hatte doch mehr Rezepte. Was? Ich hab nur. Achso, ich hab nur Beton, okay, stimmt. Ja, okay, passt schon. Alles gut. Ja, ein Betonmischer. Was soll da noch groß gehen drin? So.
Okay, dann haben wir jetzt genug Rennofen, sagst du? Wir brauchen, wie viele Rennofen haben wir gesagt? 100. So, Betonmischer kann theoretisch weg. Wir haben 64 Rennofen. 64 Rennofen haben wir. Braucht noch 36. Haben wir schon. Nee, alles da. Achso, im anderen? Da. Stimmt, du hast ja. Wir haben eingeschaut. Okay, dann haben wir es ja. Gut, Baut nur ein bisschen, ne? Ja, Boxy ist fertig. Stahl wird fertig gleich sein. Jo, dann AFK, bis später. Bis die Tage, servus. Ich geh noch ein bisschen Golf fahren, ein paar Elektronik schaden nicht auf dem Weg zurück. Ein bisschen zuzeln an den. Ja, die Mission ist eigentlich auch okay. Da hast du wirklich was zu tun. Da kannst du wirklich dich drauf freuen. Dann gehst du hin, dann baust du das auf, sammelst hier und da. Ich muss ganz ehrlich sagen, nur der Weg ist ein bisschen zu weit. Ja, in die Wüste ja. Beziehungsweise der Hinweg zur Wüste ging ja noch, aber jetzt zurücklaufen ist nochmal so, boah, nee. Also die hätten uns einfach, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht hier bei Rot aussetzen sollen. Es ist mittig von allen Gebieten. Oder? Ja. Die hätten einfach die Wüste nicht so weit reinlaufen lassen sollen. Die hätten es weiter südlicher in eine Wüste holen lassen. Ach, stimmt. Irgendwo am Arsch der Welt. Ja, genau. Kann ich nicht reparieren. Das sind die aus der Werkstatt, aus dem Raum-Ding, Weltraumbasis-Gedönse. Kann ich beide nicht reparieren. Außer die hier halt, die ich hier gebaut habe. Stimmt, das ist auch irgendwie wieder komisch, aber das ist halt die Strecke der Mission so ein bisschen. Ach, nur 20 ist aber großzügig geschätzt. Ist aber großzügig. Nee, die werden repariert. Wenn ich in einem Orbit wieder bin, ist repariert, das Teil. Trotzdem verschwinden Gegenstände, sag ich dir. Gestern ist es, also ich hab meine zweite Axt nicht mehr. Aber ich meine, ich brauche die nicht unbedingt, aber trotzdem ist sie halt einfach weg. Brauchst du eine gereifte Kokosnuss, bevor die abläuft? Nimm ich selbst. Ich hab zwei. Die laufen beide ab. Wie lange halten die? Dann schmeiß hin. 88 Sekunden und meine Buffs laufen halt erst in 1:10 ab. Was ist? Ich habe nur die grüne, was ist mit der gereiften? Was schafft ihr? Ist da, ich weiß nicht, den Unterschied kenne ich nicht von den beiden. Die eine bringt noch einen Nahrungsverbrauch, glaube ich, und mehr. Ach Max, so. Also Max Gesundheit auch noch. Ich glaube, die andere macht nichts außer Nahrung. Und ich glaube, Wasser? Nee. Ich weiß nicht genau. Plus 2 Wasser beim Verbrauch, plus 10 Nahrung beim Konsumieren. Dann kann ich mir ein paar Knochenpfeile machen oder nicht? Falls ich finde hier Leder. Haben wir Leder? Ja, ich habe was mitgebracht schon. Fehlt aber noch Stöckchen. Nehmen wir noch ein bisschen Holz hier. Nee, jetzt kann, also kann ich das Fleisch rausnehmen. Zack. Hier. Wieso hast du das Lagerfeuer nicht ausgemacht? Wie sonst? Jetzt fehlt mir Holz. Erstmal beschweren und dann andersrum auch beschweren. Oh, beschweren hier. So wird das RP gefördert, weißt du? Egal wie. Aber Sinkri, das beste RP überhaupt hatten wir bei Pride. In dieser einen, die ich nicht mehr schon weiß, wie die heißt. Ey, was ist mit dir? Gibt schon wieder keine Tiere mehr. So. Okay, habe ich alles.
Meinst du, dass ich schuld bin wieder? Hier gibt es absolut nicht ein Tier und hier würden 1000 Tiere rumrennen. Also irgendwas haut hier nicht hin. Ich könnte hier in der Zeit ein bisschen Level mit dem Server machen. Ich wollte gerade leveln, aber ja, keine Tiere. Und ein paar Skillpunkte freischalten, also Talent-Dingens. Nicht Talente, sondern hier, ne, Technik. Technikus-Punkte. Technikus, okay. Genau. Theoretisch könnten wir schon zurücklaufen. Und er kann ja, einer muss es noch reinpacken. Ja, ist eh da. Und ich weiß ja nicht, ob er wieder sowieso nutzt den Skip, keine Ahnung. Würde ich ihm zutrauen. Ja, dann laufe ich schon mal zurück. Ja, genau. Da gibt's dann bestimmt Tiere. Ich habe immer noch den Hasen. Eigentlich habe ich den Hasen, aber der wird nicht mehr angezeigt. Gar nicht mehr gerendert, der Hase. Und komplett weggegangen mit. Ja. War ich immer auf dem Boden? Ja, dann ist er wieder da. Na klar, na klar. Schönes Plüschtier. Kannst du mal als Kopfkissen in deinem Schlafsack nutzen. Ja, das ist geil. Halt schön warm. Besonders in der Wüste ist es wichtig. Da hält auch alle Leute fehlen. Ja. Spätestens kommt, nach 3 Tagen. Da kommt keiner und will dich anfummeln, ne? Ja. Aber lockt das nicht die Tiere an? Ja, die schon, aber wenigstens keine Leute. Mhm. Die Leute sind ja gefährlicher als so Hyänen oder so, ne? Ist ja klar. Ja, klar. Ist ja recht. Meinst du, was die machen wollen? Schweinereien, schätze ich mal. So. Hä? Ich kassiere jetzt echt Schaden? Ja, weil die Sturmaussetzung da ist. So schlimm? Ich bin doch vorher. Ich bin vorher bei dem. In dem roten Dings gestanden und hab nichts bekommen. Aber das hält halt schon lange an, der Sturm, darum. So. Das Problem ist auch, du siehst nicht, dass der Sturm da ist, weil der irgendwie buggy ist gerade. Stimmt, optisch ist gar nicht so. Eigentlich wäre jetzt hier normalerweise riesig Sandsturm. Wobei, so, Sandsturm gar nicht. Nee, so nicht. Groß ist er gar nicht. So, bisschen ist schon so, bisschen, aber ist es nicht immer, das bisschen? War nicht so tragisch, ich kann ja hier gegen essen, oder? Kann ich mir so ein Ding da reinbauen? Ne, das ist kein Stein, oder? Nur zum Test. Das ist die 8. Ist das so? Bis es dann brockt? Ne, das ist kein Stein, den man kaputt machen kann. Der ist auch zu klein. Wo ist er gleich vorbei? Jo, ja, sterben werde ich ja nicht. Da habe ich ja noch 15 Fleisch. Und zur Not verstärken wir unterm Kaktus. Das passt schon. Aber ja, das mit dem Weitlauf in der Wüste ist schon schlimm. Hast du nicht auch mal Bock, einfach so random mit der Sie rumzulaufen? An Spaß, 2 Stunden auf der Straße mit mir? Auf keinen Fall. So halbe Liebeserklärung hier. Einfach mal entspannt auf der Straße spazieren gehen. Wow. Jetzt habe ich diesen Schock. Jetzt ist vorbei. Warum ist denn jetzt das Bild bei mir rot? Das soll weggehen. Ja, ist bei mir auch so. Das ist dieser Hitzeschlag.
den du jetzt bekommen hast. Ich kann im Real Life gar nicht laufen, Petras. Also, deswegen ist es vielleicht nur halb so schlimm, dass ich hier im Spiel laufe. Geht der Hitzeschlag auch wieder weg? Wenn du Pech hast, nicht, nein. Bist du relockst. Aber lass erstmal runtergehen. Normalerweise geht's weg, wenn's runtergeht, wenn's Wasser planscht. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht. Probieren? YOLO, oder? Na klar, ja. Easy. Geht, geht, geht. Hui! Gott, das ist ja nochmal. Überlebe 10 Stunden lang in der Wüste. Ja, das Überleben ist gut. Huch. Wow! Okay, ich dachte, ich komme auf diesen Vorsprung. Lebst du noch? Nee, jetzt nicht mehr. Bist du nicht einen Meter neben mir? Nee, nicht wirklich. Ja doch, oder? Eigentlich schon? Scheiße, wir sind gerade noch parallel da. In Real Life würde ich mit dem Fahrrad fahren. Also wenn es funktionieren würde, mit meinen Füßen. Aber die wollen ja nicht so, wie ich will. Sorry, jetzt musst du da im Umweg machen, ja? Ich glaube, es ist nicht so weit. Ich müsste da über dem Fluss liegen. Hinter dem Fluss liegen. Hier ist eine Höhle. Deswegen habe ich darauf aufmerksam gemacht. Ich wollte eigentlich in die Höhle rein. Schau. Extra gestorben, um dir es zu zeigen. Liege ich direkt davor, oder was? Ja, tatsächlich schon. Siehst du? Oder ist das eine Höhle? Nee, sieht nur so aus. Ist gar keine. Ah, sieht echt so aus. Cheater-Höhle. In der nicht irgendwo in der Gegend ist, aber auch eine Höhle. Sechs Seile hast du nicht zufällig dabei, oder? Einfach so. Nee. Ist das random? Okay. Nee, gar nicht. So, vielen Dank fürs Aufheben. Kein Problem. Es hat doof, dass ich nicht auf diesen Vorsprung gekommen bin. Ich wollte ein bisschen noch dahin springen, aber so genau ist das Spiel nicht. Was das angeht. Ja, dadurch, dass da manchmal die Welt nicht, also dass die optisch nicht genau dazu passt, wie es physikalisch ist. Mhm. Das ist ja in den Höhen auch andauernd. Ja, aber enorm. Weiß nicht, ob sie das nochmal ändern oder ob das so bleibt. Ist das nicht irgendwie Engine-bedingt oder ist das. Also Map-Arbeit vielleicht, oder? Also klar kann das Engine sein, aber die können sie ja nacharbeiten. Also es ist ja an anderen Stellen super genau, wenn sie das überpolieren, das können sie ja manuell auch bestimmt nochmal irgendwie anpassen. Also kann ich mir vorstellen. Bestimmt, ja. Bis später dann. Gönn dir was Schönes. Ja, die müssen dann noch Feinarbeiten machen bei deinen Maps dann. Mhm. Aber jede einzelne Kante und sowas, ob sie das machen, glaube ich nicht. Aber es ist ja nur eine Map. Von daher könnte man es mit der Zeit schon langsam machen. Die müssten schon irgendwie so Mod-Sachen reinbringen, zumindest dass die Leute eine Map machen können. Eine Map machen wird schwierig. Aber Missionendesign könnte funktionieren. Weil die Missionen sind ja relativ simpel gehalten, so von den Mechaniken her. Ja. Und theoretisch könnte man dort schon sagen, hey, bring das und das in den Dropport. Bring das und das dorthin und setz dort einen Dropport hin und der irgendwelche Sachen abholt. Spawne ja. Dort Item XY, das mit einem Dropport hingebracht wird. Also da sollte eigentlich Missionen designbar sein. Hey Soulfly. Ja, aber es hat auch nur so, bring hier und hier hin und her. Also das. Ja, aber du kannst ja auch andere Sachen machen, so verteidige Punkt XY und spawnen oder dann spawnen da irgendwelche Tiere oder. Stimmt, das wäre ganz cool, ja, hast du recht. Halt richtige Verteidigungsmissionen. Mhm. Wenn das funktioniert. Ich hatte das auch irgendwo gelesen, so Verteidigungsmissionen, oder hat er das irgendwann ja gesagt? So Verteidigungsmissionen wären ganz geil, so wo du halt sagst, so, okay. Ich muss nicht einfach nur irgendwie hier scannen, sondern ich muss den Scanner hier hinstellen.
Und wegen den, weiß ich nicht, elektromagnetischen Wellen, die die Exotic-Tiere spüren können, kommen die halt dort an. Ist ja sowieso so. Ich meine, so. Du hast das ja, dass es kommen, da so drei Tiere Panther. Kommen. Ja, ja, genau. Aber halt, dass du 30 willst du haben. Das ist jetzt, weiß ich nicht, die Easy-Variante und dann gibt es aber noch die Medium-Hard-Variante und die Extrem-Variante, wo du dann doppelt so lange scannen musst und es kommen mal 10 Tiere, halt mal nur 2, dann wieder 2, dann wieder 2. Mal so viele Tiere kommen halt die ganze Zeit, weiß ich nicht. Jede Minute kommen dort irgendwie 2 Bären und weiß ich nicht, oder jede Minute kommen 5 Wölfe oder ja, mehr. Ja, das steigert sich halt. Und dann kannst du dort dir halt irgendwie Holz- oder Steinwände bauen, damit du ein bisschen geschützt bist, damit du nicht alle auf einmal kämpfen musst oder sowas. Ja. Ja, es kommt, wird stärker der Angriff. 2 Wölfe, dann kommen 4 Wölfe, dann kommen mal 2 Bären. Da kommt, ja, was weiß ich, erinnert sich immer ein bisschen. Und dann verlierst du das erste Mal. Und dann schaust du es dir an und das nächste Mal bist du darauf vorbereitet. Ja. Oder, und es muss auch klar sein, finde ich, oder etwas klarer, natürlich nicht zu eindeutig, aber was passiert. Weil du hast ja ganz oft so, ja, geh zu, jetzt wie dir in der Mission, geh dorthin und bring, weil dort irgendwelche Ressourcen geliefert werden sollen, aber du weißt noch gar nicht, was für Ressourcen. Und du musst so viel hin und her laufen, unnötigerweise. Genau. Warum wird es vorher nicht? Stell den Scanner auf und bereite dich auf Tierangriffe vor oder irgendwie sowas. Aber du weißt gar nicht, ja, wie stark sind die jetzt. Ja, es ist zu wenig kommuniziert, klar. Mhm. Gibt's Tower Defense bei Valheim oder was? Gibt's sowas? Das weiß ich nicht. Bei Soulflash klingt nach Tower Defense. Bei Valheim. Oder ist er bei Ark auch, wo du das Ding verteidigen musst? Was hörst du damit? Einschlafen? Zum Fick? Was hörst du da? Hm? Ist gar nicht bei dir, ist bei Fuffi, oder? Bei Fuffi, glaube ich. Okay. Alter, jetzt Riesenunwetter hier. Ja, du machst einen Boss und bekommst Random Raids. Ja, nice. Das ist die Stärke der Raids. Cool. Random Raids, wenn du irgendwo hingehst, auf eine Stelle erst und das verteidigen willst, ne? Du kennst ja auch Ark Soulfly, oder? Du hast ja auch sowas, wo du verteidigst, diese Sachen am Boden. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen bei Ark. Das ist schon ein bisschen her. Auch deine Hütte? Ach, deine Hütte? So wie bei Seven Days to Die, werden Zombies oder wie? Ich tue ihn mal. Ja, mach mal. Wer weiß, was da jetzt ist. Ja, ja. Das ist privat und so. So ein Drop-Pot oder was das da war bei Ark. Gibt halt Millionen von Varianten, wie man es wirklich besser gestalten kann. Auch die so ein bisschen unbalanced ist es ja auch, wenn du so überlegst, die Scanner-Mission, da kommen überall 2 so Panther, 2 Wölfe, die kannst du alle One-Shot mit einem Pfeil. Ja gut, dann One-Shot-Shottest du ein und gegen den zweiten messest du vielleicht noch down. Dann isst du was und gehst zum nächsten. Ja. Und dann aber ein Scanner-Ding ist auf einer kleinen Insel oder auf so einer kleinen Landzunge, die im Sumpfgebiet ist, ich weiß nicht, ob du die schon gemacht hast. Ja doch, hast du. Wo dann auf einmal 2 Bären kommen. Ja, natürlich, da waren wir die doch. Die einen halt richtig kaputt machen, weil 2 Bären sind halt eine ganz andere Hausnummer als 2 Wölfe oder 2 Panther. Da hast du doch zugeschaut, wo wir alle gestorben sind, der Reihe nach. Vor doch auf dieser Insel. Ja. Du hast zugeschaut, ja. Und das ging mir halt ähnlich. Das ging mir sehr ähnlich mit den Dingern, dass ich da auch erstmal Probleme hatte, weil es ist so ein anderes. So auf einmal Niveau. Diese Veränderung von diesem Schwierigkeitsgrad. Ist komisch. Überall hast du selbst die Bosse. Das ist wie mit dem Wolfsboss. Der Wolfsboss ist auch so ein Boss, der unverhältnismäßig im Vergleich zu allen anderen Bossen ist. Ja. Und das direkt am Tag 1. Zwei Bären. So. Und ja. das kommt noch dazu, dass das an Tag 1 ist. Und da muss ich halt sagen, da verstehe ich halt wirklich nicht, wie das zustande kommt. Also wer sich da gedacht hat, dass das, das ist so okay, ist das so eine balanced, gute Idee ist, das so zu designen. Ja. Beim Boss kann ich vielleicht noch sagen, okay, bei Mammut zum Beispiel merkt man, dass das läuft halt immer witer zurück zum Mittelpunkt. Die wollten nicht, dass das weggekitet wird. Mhm. Kann ich auch verstehen. Weil ansonsten kitet man das zu irgendeiner Gletscherkante und dann
ne, versucht man das so zu schießen, das wollten sie wahrscheinlich verhindern, aber jetzt rennt es halt immer wieder zurück und du kannst es auf diese Weise schießen. Mhm. Also aber bei den Mobspawns mit den beiden Bären kann ich es nicht verstehen, weil da kann man einfach einen Bären draus machen und dann ist es consistent. So. Oder man macht überall fünf Wölfe. Dann wäre das entsprechend zwei Bären. Grob. Ja, bei dem ersten Scan hast du ja... Hast du ja am Anfang aber auch zwei Bären. Also ich hatte beim ersten Scan, warte mal aufdecken, nach der Tutorial-Mission hatte ich einmal zwei Wölfe, zwei Bären und zwei Geparden. Oder wie das... Sind das immer zwei Bären gewesen? Die waren richtig komisch, das waren nicht die richtigen Bären, das waren irgendwie andere Bären. Das ist ein richtig fettes Gesicht hatten die. Das waren zwei Bären. Aber die gingen einfach weg mit einem Schuss oder so. Keine Ahnung warum. Ja, wenn das so Lobbären wären, dann könnte man das auch machen, weil es gibt, die scheinen ja doch irgendwie unterschiedlich Leben zu haben, einige. Ja, ja, klar, vom Level halt, genau, genau. Level 1 hat keine Ahnung, vielleicht 500, Level 2 hat dann vielleicht wieder 1000 und dann nur 750 oder so, ja. Achso, das wusste ich gar nicht, Soulfly, dass es das gibt hier beim... Dieses, also wenn, du bist irgendwo am Arsch der Welt und dann kommt ein Freund auf deiner Hütte vorbei und dann wird deine Hütte geradet. Ist doch doof, oder nicht? Also es wäre cool, wenn das wenn du irgendwo eine Klippe hast und das Mammut herunterlocken kannst oder runterschmeißen kannst mit Feuer. Ich habe ja auch am Anfang, ich habe mich mega gefreut mit dem Wildlife, weil das so ein natürliches Tierleben war. Mhm. Und die halt einfach wild auf dich losgegangen sind. Und du eigentlich nichts hattest, außer stumpf drauf zu ballern. Und ich hab halt sofort gedacht, Fackel, du nimmst die nachts die Fackel und die Wölfe greifen dich nicht an, aber dem ist nicht so. Das fände ich mega geil, wenn sie das machen würden. Solange du die Fackel in der Hand hältst, laufen die halt nicht auf dich zu. Okay. Also die... Also die Gegend wird gerendert und dann kommt der Angriff. Wenn du nicht da bist, ist aber blöd. Ja, aber solche Mechaniken wären schon ganz cool. Die müssen aber noch kommuniziert werden mit der Fackel. Aber wäre das in echt auch so? Reift nicht Tiere mit der Fackel das nicht an, weil sie Angst vor dem Feuer haben? Ja, Tiere haben Angst vor Feuer. Ja, das weiß ich. Nicht immer, aber ja. Und deshalb, es ist ja in dem Spiel nicht so. Ich habe halt gehofft, dass dem so wäre. Und ja, das ist ein bisschen schade, weil das ist halt, da fehlt auch so ein bisschen Gimmick an Fighting, weil so das Fighting ist zwar so... Ja, die haben sich ja nichts getraut. Es ist nur dieses normale Sammeln, Aufbauen und fertig. Finde ich halt auch mega geil gelungen, wie man mit dem Bogen schießt. Das ist irgendwie das Trefferfeedback, das Schießverhalten, ganz gut zielen. Mhm. Funktioniert wunderbar. Vielleicht von Daisy halt so übernommen, die Mechanik. Kenne ich halt nicht, aber mag sein. Ich auch nicht. Also ich habe es auch nicht gezockt. Also nur kurz eingeloggt und gestorben und ausgeloggt. Aber mir fehlt halt so dieses kleine Etwas, so dieses, halt wenn das mit den Fackeln zum Beispiel funktionieren würde, ich meine im Multiplayer ist es schwierig, dann steht einer mit der Fackel da, der andere schießt mit Bogen drauf, aber da kann man ja auch eine Mechanik machen, dass solange du die nicht angreifst, dass das funktioniert, ansonsten wenn du sie angreifst, dann wehren sie sich. Werden sie wütend und greifen dich trotzdem an, irgendwie ja, klar. Das Feuer. Na klar. Ja, so ein bisschen Gimmicken kann man schon reinbringen, werden sie vielleicht auch machen, aber das ist jetzt... Dann ist auch schon egal, weiß nicht genau. Vielleicht kommt das auch. Was ich irgendwo gelesen hatte, ist, dass Viecher mit Fell, also zum Beispiel Wölfe, Bären und das Mammut, dass die mehr Schaden durch Feuerpfeile kriegen, aber das habe ich noch nicht getestet. Weil das Fell brennt, oder was? So ungefähr. Mhm. Ich habe es noch nicht getestet, aber am Mammut hat man es gesehen, dass das fast keinen Schaden macht. Also, das ist zwar auch. Es hat okay, ein bisschen getickt, 6 bis 8 hat es getickt, so dort halt, ne? Ja. Das Licht hier macht mich. Ich treffe den Wolf nicht, das ist total. Bei mir ist weg. Bei mir nicht. Das ist ja krass, dass der Weg ist hier auch noch im Dingbiom weit, im Wald weit. Ja. Ich dachte, der Weg aus der Wüste raus wäre weit. Ganz verdrängt. Aber das ist der scheiße Software, wenn ich einen Server aufstelle und dann geht einer meiner, einen Dedicated Server, und dann baue ein bisschen was auf und dann geht jemand an meiner Basis vorbei, weil er es einfach nur anschauen möchte. Und die wird halt gerendert, oder der Cluster wird geladen, oder wie auch immer. Und dann wird die geratet und ich bin nicht da? Das ist doch kacke. Das ist doch, beschissen so. Spiel ich nur alleine. Also es gibt echt aktive Raids, wie bei
wie bei Seven Days in Valheim, dass dich dann, dass du dann angegriffen wirst? Das ist ja dann ein super geiles Prinzip, dann hast du ja wirklich länger zu tun und immer wieder. Stell dir mal vor, hier wäre das so, würden alle zwei, drei Tage würden nachts, oder tags, ist ja egal, wie, würden halt 10 Wölfe kommen. Und wenn du das weißt, dann baust du an, das verteidigt sich halt. Übrigens, das meinte ich mit dem Holzhaus, ne? Mhm. Wo wir drüber geredet haben. Guck ja. dir dieses Holzhaus an. Das hat halt zwei Streben. Einmal an dieser Seite und einmal auf der anderen Seite. Und es reicht. Das ist halt nichts. Also das ist wirklich nichts, ne? So. Mhm. Ich kann es auch weglassen. Und wir waren ja jetzt die ganze Zeit in der Wüste. Ich glaube zwar irgendwie, dass während wir nicht hier sind, dass da irgendwie weniger Schaden kommt oder irgendwas auch. Ja, mal. Genau. Es wird nicht so gerendert. Ja, das aber wir waren ja auch, wir hatten ja jetzt eben zweimal richtig kräftig Sturm hier in dem Gebiet auch. Mhm. Und das hat halt keinen Schaden genommen. Guck dir das an. Das ist hier, hier sind Teile, die sind auch fast full life. Ich meine, das Loste ist nicht mal bei 50%. So, da brauche ich halt kein. Also, ja, das klar, verstehe. Ich schau. Schau es mir gleich nochmal an, wie es gebaut ist. Hast du recht. Hier, Es bekommt entweder viel zu wenig Schaden oder viel zu viel Schaden dafür, dass es irgendwie. Also, und Stein halt gar keinen Schaden, so. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Aber Soulflare, ich kann ja nicht immer dann die Hütte schützen, wenn ich mit dem Spiel anfange und dann muss ich halt nach 1-2 Stunden auf und dann kann ich es ja nicht fertig machen, dann bin ich ja dann im Stress. Ich will, wenn ich offline bin, dass dem, der das, dem das Haus gehört, dass es halt nicht kaputt geht. Ich bin zwar ein Fan von Dedicated Server, aber wenn ich da nicht da bin, ich hatte früher am Anfang, als wir Ark gespielt haben, die ersten paar Tage war der Server nur on, wenn ich da war. Damit halt der Progress dann erst weitergeht. Und dann habe ich ja auch immer, wenn ich da war, habe ich dann auch hier immer so Double XP gegeben oder mehr Ressourcen farmen, damit es sich dann auch lohnt. Bis ich noch dann immer angelassen habe, bis alles lief. Trotzdem schützt der Typ deine Hütte. Schützt der Typ deine Hütte, aber der hat das nicht mitbekommen. Ja gut, aber wenn du gar keine Zeit hast, wenn du dann nur kurz von A nach B möchtest, du läufst dann im Haus dabei, dann wird das Haus angegriffen, bist du auch geschmarrt. So, also das... Also du musst halt Besitz irgendwie, Besitzzuweisungen geben, dass du halt sagen kannst, hey, mein Haus, solange ich nicht da bin, passiert da nichts. Genau. Das ist, was ich gemacht habe, 3x3. Dann hast du nur die Wände hingetan, das Ding. Genau, das ist halt... Also, und es hat halt null Schaden gekriegt. Also, ich hab halt irgendwie, das war hier Hälfte live. Das ist das kleinste. Ja. Als ich damals nach 2 Stunden zurückgekommen bin, war er noch alles da. Die Schlafsäcke waren kaputt und das Haus war. Hatte, ich glaube, 4 HP. War komplett eingebrochen, aber ich konnte es trotzdem noch reparieren. Ganz weg war nichts. Naja, was heißt, du hast das Spiel, wenn. Wenn ich einfach von A nach B laufe und keinen Bock habe, an jeder Hütte stehen zu bleiben, wenn da 20 Hütten auf dem Weg sind und alles zu verteidigen, dann meint es halt nicht. Soll ich sagen? Oh, ich glaube, ich lege mich hin und...